Bisher war es so, dass sich automatisierte Systeme wie Bitmanagement-Systeme eben eher die Großen leisten konnten und die Kleinen haben das händisch gemacht. Und dass wir jetzt ein Stück weit Automatisierung, die sich Große schon immer leisten konnten, durch künstliche Intelligenz eben auch bei den Kleinen abbilden können. Ja, David, erstmal herzlich willkommen. Vielleicht kannst du einfach kurz was erzählen zu dir, was du so machst, warum du hier Experte bist, um die Fragen zum Thema Suchmaschinenmarketing zu beantworten. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Inhaber von einer kleinen Digitalagentur. Wir sitzen in Berlin, ursprünglich mal in Sachsen gegründet und wir betreuen Hotels und touristische Unternehmen im Bereich Online-Marketing. Schwerpunkt sind Google AdWords-Anzeigen, also SEA und Webanalyse. Mhm. Jetzt machen wir hier ja ein Projekt, nennt sich Tourismus 4.0 und das richtet sich ja vor allen Dingen auch an Betriebe, insbesondere an Hotels. Und da die Frage an dich, warum ist denn Suchmaschinenmarketing für Hotels überhaupt wichtig? Ich meine, die konkurrieren ja direkt mit so großen Playern wie Booking, HRS. Macht das überhaupt noch Sinn für mich, als kleines Hotel da auf Suchbegriffe zu bieten? Ja, durchaus. Also wenn du natürlich das erklärte Ziel hast, auch Umsatz direkt zu generieren und dich nicht abhängig machen möchtest von den großen Buchungsportalen, dann ist es schon wichtig, dass du auch bei Google sichtbar bist, weil letztendlich, das sehen wir ja auch bei unseren Projekten, ein Großteil der Besucher auf die Hotel-Website über Google kommt und wer letztendlich Buchungen generieren möchte, der muss halt auch bei Google sichtbar sein, entweder organisch oder halt über bezahlte Anzeigen und wir betreuen ja in Summe ungefähr 120 Hotels aktiv und das schon oft seit vielen Jahren, tatsächlich schon seit teilweise 10 Jahren haben wir einzelne Häuser und das würden die ja nicht machen, wenn das keinen Sinn machen würde. Also das heißt, wenn man ein sehr kleines, ein sehr, sehr gutes Keyword-Set hat und da auch laufend dran arbeitet und optimiert, kann das also auch ein sehr, sehr interessanter Kanal sein für ein einzelnes Hotel. Was ist denn die Besonderheit dieser Branche oder vor allen Dingen auch für die Hotels? Also was muss ich beachten, wenn ich mit Google AdWords im Bereich der Hotellerie unterwegs bin? Ja, die Besonderheit ist halt, dass es doch ein recht großes Suchvolumen gibt und es gibt natürlich Keywords, die sind sehr allgemein, also wo der User halt sehr offen und sehr allgemein sucht. Ich sage einfach mal ein Beispiel, er sucht vielleicht nach Urlaub Schleswig-Holstein, aber das ist natürlich ein Keyword, was für ein einzelnes Hotel ungeeignet ist, weil da ist ja noch gar nicht klar, wo will der genau hin, will der den Urlaub auf dem Campingplatz verbringen, will er ein Hotel, will er ein 4-Sterne-Hotel, wie auch immer. Das heißt, das einzelne Hotel sollte schon versuchen, sehr, sehr genau zu arbeiten und vielleicht eher das Keyword 4-Sterne-Hotel Büsum zu buchen, statt eben Urlaub Schleswig-Holstein und sollte sich halt auch überlegen, wo hat es vielleicht spezielle Produkte, hat es vielleicht ein Golf-Package oder ein Yoga-Package und eher kleinteiliger auf ganz konkrete Zielgruppen zu gehen und da USPs auszuspielen und sehr feingliedrige Kampagnen zu bauen, was die Großen halt einfach aufgrund der Größe nicht können. Dann so eine Frage, auch so in Richtung klein-mittelständische Hotellerie gerichtet. Was sind denn so die wichtigsten Tricks und Kniffe, die du, ja vor allen Dingen, wenn du neue Kunden hast, die immer wieder kommen, wo du sagst, das sind so klassische Fehler, die stellen wir als Agentur immer als erstes ab? Ja, klassische Fehler sind halt meist im Kampagnenaufbau, also dass man zum einen sehr, sehr allgemeine Keywords bucht, zum anderen, dass man mit wenig Negatives arbeitet, also ein Beispiel, man bucht das Keyword Hotel Büsum zum Beispiel und der User sucht aber nach Hotel Büsum Jobs, man möchte ja aber gar keine Jobs in dem Moment offerieren, sondern einfach Urlaube gewinnen, die im eigenen Hotel bleiben und dass man einfach eben so Keywords wie Jobs oder Wetter und sowas, dass man sowas eben nicht negativ bucht und darüber letztendlich auch Klicks generiert, die einen das Budget wegnehmen und die aber eben nicht effizient sind, weil darüber ja niemand bucht wahrscheinlich, zumindest nicht. Also negativ gebuchte Keywords sind die man ausschließt. Genau. Oder dass man zum Beispiel schaut, wann wird denn gebucht, wenn man feststellt, dass nachts zwar Klicks kommen, aber nie eine Buchung, dann sollte man halt einen Werbezeitplaner einsetzen, um eben zu gewissen Zeiten keine Anzeigen zu schalten. Oder wenn man feststellt, dass zwar mobile geklickt wird, aber auch gesucht wird, aber halt zu wenig gebucht, dass man zumindest diese Gebote runterregelt. Vielleicht nicht den Kanal abschalten, mobile, aber zumindest die Gebote runterregelt. Und häufig ist es halt einfach so, dass man, wie gesagt, die falschen oder zu allgemeine Keywords bucht. Also so, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, hört sich das ein bisschen so an wie, es gibt zwar Hotels, die lassen so Kampagnen laufen und stecken da auch Geld rein, aber sie kümmern sich nicht um den Account. Das heißt, man muss auch ein Stück weit im Blick behalten, man muss gucken, worauf muss ich achten, um effizienter zu werden.
Genau. Meistens ist es so, dass der Hotelier das vielleicht selbst mal gemacht hat. Irgendwie Abend nach 18 Uhr hat er sich mal hingesetzt, 2 Stunden, hat dann eine Kampagne aufgesetzt. Google gibt einem ja auch das Gefühl, dass es sehr einfach ist und dass man da auch relativ schnell durch ist. Aber man hat wahrscheinlich nicht die optimale Kampagne. Und letztendlich, ich glaube, der Hotelier selbst ist vielleicht schon interessiert, das zu optimieren und anzugehen, aber er hat vielleicht einfach nicht die Kenntnis oder die Expertise dafür und weiß nicht, wo sitzen welche Hebel, wo kann ich denn jetzt was am besten noch optimieren. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, Keywords ist wichtig, also du hast ganz viel gesagt zum Thema, Keywords sind zu allgemein. Wie finde ich denn überhaupt die Keywords, die für mich als Hotel jetzt wichtig sind? Ja, sinnvoll ist, dass man sich nochmal mit seinem Produkt beschäftigt. Welche Zielgruppen möchte ich ansprechen? Was ist der Urlaubshintergrund, wenn ich jetzt für einen einzelnen Hotelier spreche? Wo liegt überhaupt mein Hotel, dass ich eben auch den Ort buche oder die etwas größer gefasste Region zu meinem Ort? Und dass ich versuche, ja, wenn ich zum Beispiel, sagen Beispiel, Familienurlaub anbiete, dass ich eben sage, okay, was sind denn Synonyme dazu? Das ist natürlich Familienurlaub, Familienhotel, Hotel mit Kindern, Urlaub mit Kindern, Kinderhotel, und dass ich solche Keywords einfach verifiziere oder finde und die dann jeweils wieder kombiniere mit, ja, der Lage meines Hotels oder mit dem Ort meines Hotels und so weiter. Mhm. Du hast bestimmt auch ein paar Tipps für so Tools, die man nehmen kann. Hast vielleicht so 2, 3, die so der Klassiker sind, die man nutzen kann, vielleicht auch kostenfreie? Ja, es gibt zu Google selbst, gibt von Google AdWords ein Tool, das nennt sich Keyword Planner. Da kann ich also mir schon mal einen Einblick holen, wie oft wird nach welchem Keyword gesucht und wie wettbewerbsintensiv ist das. Also ich sollte vielleicht auch gerade von so stark wettbewerbsintensiven Keywords vielleicht eher erstmal die Finger lassen, weil ich da wahrscheinlich eh vom Gebot her vielleicht nicht mitkomme, sondern würde versuchen eher, man sagt longtailig, also eher so in diesem speziellen Bereich mit Keywords zu agieren. Andere Tools, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist SEMrush zum Beispiel, wo man halt auch analysieren kann, wer bietet denn auch auf Keyword X oder Y und welche Keywords hat dieser Anbieter noch gebucht. Ne, dann macht es dann also vielleicht auch Sinn, für sich ein anderes kleines Hotel mal zu suchen, was da aktiv ist und zu schauen, auf was bietet das noch. Oder es gibt Tools wie Semagar zum Beispiel oder KeywordTool.io, wo ich mir halt einen ganz guten Überblick verschaffen kann, nach was suchen denn User und im Kontext, welche Synonyme gibt es dazu und so weiter. Was denkst du, in welche Richtung wird sich Suchmaschinenwerbung vor allen Dingen entwickeln, also auch für kleine mittelständische Unternehmen? Ein Schlagwort ist zum Beispiel künstliche Intelligenz. Welchen Einfluss wird das deiner Meinung nach in den nächsten 2, 3 Jahren auf, ja, so das alltägliche Geschäft mit Google AdWords für kleine mittelständische Hotels haben? Also ich glaube, das wird einen großen Einfluss haben. Ich glaube, der Einfluss ist auch schon da. Also wir sehen auch schon in den letzten Monaten, dass Google sehr stark eben am Thema Smart Bidding arbeitet. Das heißt, dass also die Gebote, eine Gebotsautomatisierung erfolgt und Google eigentlich auch schon sehr, sehr gut erkennen kann, wo befindet sich jetzt jemand in der Customer Journey. Das heißt, wird er jetzt buchen oder ist er vielleicht von der Buchung noch etwas weiter entfernt und entsprechend eben auch die Gebote setzt. Auch bei ECBC haben wir steige Sprünge in den letzten Monaten gemerkt, also dass das schon sehr, sehr genau ist und oft die Arbeit eines einzelnen Kampagnenmanagers eigentlich schon toppt. Und ich glaube, dass da eine Entlastung kommen wird und dass Sachen in der Automatisierung, auch im automatischen Schreiben von Anzeigentexten, letztendlich Arbeit von unserem Tisch wegnehmen wird, aber andererseits die Analyse und die Monitoring-Tätigkeit eher noch komplexer werden, weil eben auch die Werbesysteme komplexer werden. Ist das deiner Meinung nach eher ein Wettbewerbsvorteil dann für kleine Hotels oder ein Nachteil in der direkten Konkurrenz mit den großen? Also das ist ja so, dass eins der Hauptprobleme, dass ich immer in direkter Konkurrenz mit richtig großen Playern wie Booking, Airbnb, HRS bin. Ja, ich sehe es eher als Vorteil für die Kleinen, weil bisher war es so, dass sich automatisierte Systeme wie Bid-Management-Systeme eben eher die Großen leisten konnten und die Kleinen haben das händisch gemacht. Händisch heißt aber eben auch, dass es letztendlich Zeit kostet und Zeit kostet Geld und das fällt unter Umständen jetzt weg und ich glaube eher, dass es unter Umständen, dass der Kanal, wir werden das sehen, aber dass er unter Umständen auch für kleinere interessant sein oder bleiben wird und dass wir jetzt ein Stück weit Automatisierung, die sich große schon immer leisten konnten, durch künstliche Intelligenz eben auch bei den Kleinen abbilden können. Google hat ja einen ziemlich hohen Marktanteil meinst du, da wird sich noch was entwickeln? Also wird es andere Anbieter geben, die noch an Relevanz gewinnen, die vielleicht auch dann in Konkurrenz zu Google stehen und insbesondere natürlich bezogen auf den Tourismus? Mhm. Ja, also der Marktanteil von Google ist ja seit
eigentlich vielen Jahren jetzt stabil bei irgendwie 95%. Da bewegt sich auch kaum was. Ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Trotzdem müssen wir einfach schauen, wohin die Reise geht. Also wir sehen ja auch Bereiche wie zum Beispiel Bücher oder CDs, wo Google gar nicht relevant ist, wo letztendlich alles über Amazon abläuft, dass wir schauen müssen. Eine Gefahr sehe ich bei Booking, wo wir nicht wissen, okay, wird das vielleicht irgendwann mal die zentrale Anlaufstelle für generell für Reisende, die einfach sagen, okay, ich brauche ein Hotel, ich will Urlaub buchen, ich mache das alles bei Booking. Also die Gefahr besteht und ich glaube, das ist auch bei Google so ein Thema, dass man daran arbeitet und dass man sagt, dass man weiterhin ja die erste Anlaufstelle bleibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass im Search-Bereich Google ja einfach im Moment unschlagbar ist und wichtig bleiben wird. Es ist natürlich so, dass die Welt immer mehr zusammenwächst auch und also auch Auslandsmärkte wichtiger werden. Und da zählen natürlich dann auch wieder andere Suchmaschinen hinein, zum Beispiel Baidu für den asiatischen Markt, chinesischen Markt oder eben auch Yandex, wo wir auch schon Projekte betreuen, für den russischen Markt.